Es sind Glibber und das Geschenk. Geschenk und Glibber. Showdown-Spaß mit Geschenk und Glibber. Hey, Ovation, ich melde mich zurück zu einem neuen Part mit der President B. Ja, hallo Leute, Geschenk Glibber nach langer Zeit mal wieder. Mann, du bist so doof, Mann. Leute, es gab jetzt wieder ein bisschen länger nicht Geschenk Glibber. Ich war krank und dann war ich nochmal krank und dann war ich nochmal krank und dann war Benny am Lernen und dann war ich am Lernen und wir waren alle am Lernen und die Welt ist toll. Hallo. Ja, auf jeden Fall geschenkt nach langer Zeit mal wieder. Wir sind im RU vielleicht heute das Finale, denn die Sache ist, wir haben, beziehungsweise Benny hat offline ein bisschen geleddert, denn ja, nach den letzten paar Folgen, in denen wir Punkte gewonnen haben und sie dann direkt wieder verloren haben, dachten wir uns, okay, damit wir überhaupt mal ein bisschen Fortschritt bekommen, ja, holen wir uns mal ein paar Punkte und das hat der Benny auch gemacht, der hat sich 50 Punkte geschnappt, jetzt sind wir halt 50 Punkte vor der Top 500 und alles ist cool. Ja. Und jetzt, oh nö, San, ich hab Angst. Ja, wir haben ein Offense-Team, Leute, und mal gucken, wie das wird. So, warte, was sehen wir denn jetzt hier? Wir sehen, dass Chrissea erstmal nice, also generell Chrissea ist gut gegen das Team. Und wir könnten direkt mal die Screens rauspacken, das wäre gar nicht so schlecht. Auf jeden Fall kriegt er die safe raus, ne? Ich guck mir gerade sein Team an. Weil so Offense gegen Offense ist immer ein bisschen tricky, vor allem wenn das eigene Offense-Team so slow ist. aber eigentlich... Oh ne, Barbarical macht nichts, ne, weil Venusaur da ist. Ja, Barbarical wird nicht so nice. Ne, Crossman also, ist, glaube ich, die Wincon, also... Der kann was also machen. Wenn, auf das wenn er keine Sonne hat, dann könnte Barbarical auf jeden Fall einiges machen, weil er sie Rock einfach drücken kann, also sie Stone Edge. Aber solange er die Sonne immer im Hinterkopf hat oder im Hintergrund hat, wäre es halt RIP. Das heißt, entweder wir versuchen jetzt direkt Kurtel wegzubekommen, oder wir gehen passiv ran und wir hauen erstmal die Tarnschiene raus oder taunten ihn vielleicht sogar mit Druddigen. Also ich finde die Rocks halt super gut. Und ja, doch, doch, da sehe ich uns. Weil Saad kriegt halt auch immer einen Kill, wenn er reinkommt und so limitieren wir das gleich ein bisschen. Wir forcen ihn auch selber. Also erstmal müssen wir taunten, weil ich will keine Rocks auf unserer Seite. Und das ist verständlich. Ich bin nur gerade ein bisschen verwirrt, dass meine Schriftart hier so komisch ist. Ich habe einfach eine super komische Schriftart auf einmal in Showdown. Ich hoffe, das ist nicht so verwirrend für euch. Egal. Auf jeden Fall, ja, Taunt wäre hier super eigentlich. Mhm. Ja, wir haben eigentlich das Naming-Theme erklärt. Willst du es erklären? Unser Naming-Theme heute. Sehr satisfying Dinge, wie zum Beispiel auf Eis treten oder meine ursprüngliche Idee Luftpolsterfolie. Und dann schaut euch den Namen von Badago an. A-plus Eiteilung. Also wenn man halt ein Ei perfekt in der Mitte teilt. Ja. Ja, und die Sache ist, was ich super toll finde, ist Glasblasen. Das sieht so toll aus, wenn irgendwie da, ja, halt so Glasskulpturen entstehen. Das ist super cool. Ja. So, wir sehen jetzt hier bei Whimsicott. Der ist aber ein Fred. Soll ich was sagen? Ja, wir haben halt ein speziell defensives Crusader, ne? Ja. Und ich glaube, Druddigan wird super wichtig, damit wir Chip auf das Fulipova bekommen, weil das uns wieder unser ganzes Team selbst gesetupt und so. Okay, der ist scheinbar... Also ich denke, dass der so auf jeden Fall Sunny Day hat. Mhm. Und vielleicht so hat wie Tailwind auch noch, wie Saad oder sowas. Vielleicht ist er auch Double Screens, keine Ahnung. Also ich kann mir gut vorstellen, worauf ich hinaus will, dass er keinen Step hat. Also vor allem, weil er jetzt auch U-Turn gezeigt hat. Ja, ja. Aber das ist auf jeden Fall... Also er hat das schon mal gut gemacht mit der U-Turn. Das war auf jeden Fall nice gemacht. Die Sache ist, er hat keine Tatschein rausbekommen. Wir haben halt unsere auch selber noch nicht rausbekommen. Und das gefällt mir auch gar nicht so sehr, weil er einfach jetzt ohne Probleme in seine Feuer-Pokémon gehen kann. Beziehungsweise in sein Feuer-Pokémon mit Glurak oder in seinen anderen Sun-Abuser. Und da geht tatsächlich ein Leafeon rein. Das ist interessant. Die Sache ist, also er hat jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder er steht oder der drückt direkt Knock-Off, was ihn halt eigentlich nicht so viel bringt. Ich würde sagen, wir gehen für Reflektor. Falls er SD, können wir dann Chip geben mit Druddigan. Und das halt, da ist auch noch der Damage ein bisschen reduced. Und ja, deswegen. Das finde ich tatsächlich ziemlich gut. Da sehe ich uns auf jeden Fall. Ja, dann gehen wir jetzt hier in Perfect Cut rein. Ja. Also in Druddigan. Vor allem, Leafeon ist wirklich das einzige Pokémon, was so ein kleines Problem ist gegen das Team. Deswegen finde ich das gar nicht so schlimm. Wir könnten den halt jetzt lernen in der Theorie. Finde ich gut, ja. Der ist ein Fred. Und der ist auf jeden Fall ein Fred. Ja. Und den zu outspeeden wäre halt super praktisch. Jo. Also, Glare ist hier ganz cool. Er geht tatsächlich auf den Z-Move, den sollten wir aber überleben, egal was es ist oder auch nicht, wenn er crittet. Ja. Lucky. Ja, dann verlieren das wir jetzt. Nicht nur unlucky, das ist ziemlich problematisch. Okay, wir haben noch einen Reflektor, wir haben noch einen Reflektor draußen. Also, ja. Es ist noch nicht automatisch verloren. Die Sache ist, was ist das überhaupt für ein Move dann gewesen? Risikodeckel. Ah, okay.
Aber eigentlich spiele ich, also wenn ich Sun sehe und Leaf hören, dann ist meistens Z-Dick, weil das halt dann so Stahl, ja doch, Stahl-Pokémon für Venusaur removed und auch so, welche noch, Fire-Types. Naja, ich weiß, was du meinst. Ja, dann würde ich jetzt sagen, wir haben Tiere zu shamen, um ehrlich zu sein. Ja, ich überlege halt auch, aber was machen wir mit Shaman? Der macht auch nichts, ne? Ja. Ja, der macht halt Psychokinese, okay, macht ein bisschen Chip. Ich meine, die können halt nicht die beste Spezialverteidigung. Aber also wir haben halt noch zweimal Healing Wish, ne? Wir könnten jetzt mit Necrozma mal reingehen, den killen. Und ja, Punkt, den killen. Ja, ich glaube, das müssen wir auch so machen. Ja. Weil, ja, so Shaman anzuchippen, ist bringt einfach nichts. Das heißt, wir gehen jetzt auf die Hitzewelle. Ja, und der killt halt. Ja, der geht halt safe. Mhm. Photon-Geysir wäre ich mir ein bisschen unsicher. Ich meine, die Spezialverteidigung von Leafeon ist jetzt nicht die beste im Vergleich zur physischen. Aber ja, bei vollem KP und dadurch, dass wir nicht irgendwie ein Damage-boostendes Item haben, bringt das uns nicht so viel. Er geht auf Knock-Off. Damit aktiviert sich, ich meine, unsere Weakness-Policy. Es wäre vielleicht eine Idee gewesen, ob man auf Rock Polish geht, aber dadurch, dass er noch zwei Sun-Turns hat, lohnt sich das einfach nicht. Ja, wir haben sowieso noch Healing Wish, also wir können uns eh noch wieder hochheilen. Und das werden wir wahrscheinlich auch machen, weil eine Necrozma hier auf jeden Fall unsere Wincon ist, die sich halt easy setupen kann gegen die ganzen speziellen Viecher und dann, ja, entsprechend. Ja, auf jeden Fall. Also, es sieht sehr, sehr schwierig gerade aus, aber es ist auf jeden Fall noch nichts verloren. Wobei, Barbarical kann es auch machen, wenn sich Saat in Fireblast lockt. Ja, Barbarical kann sich gerne, also Barbarical kann gewinnen, wenn Kurdel weg ist oder Venusaur weg ist. Ich hab grad dann Angst. Sieht Barbarical sehr gut aus. Ja. Was ist, wenn der jetzt Growth einsetzt? Davor habe ich auch Angst. Ich überlege, ob wir vielleicht einfach drin bleiben. Aber andererseits, wir sind auf +2/+2. Er darf gar nicht jetzt hier irgendwie sich setupen. Darf er nicht machen. Aber dann, then again, was switchen wir rein? Das ist die Frage. Die Frage ist halt, ob wir jetzt den sacken, was dumm wäre, weil wir brauchen den wahrscheinlich. Aber Wir könnten Pardago gehen, den sacken, Cresselia, Lightscreen, Luna Dance und dann eine Necrozma. Wahrscheinlich ist da noch eine Venusaur drin. Ja, ich weiß, was du meinst. Ich verstehe deine Idee. Ich glaube, dafür müssen wir echt gehen. Wir haben auch gar nicht so viel Zeit, wir haben nur 30 Sekunden. Ja. Also würde ich sagen, gehen wir direkt dafür. Er geht auf die Matschbombe. Und ist er live? Ist halt, ja, ist er. Ja. Super. Das heißt, wir bekommen auch noch Chip, das was ganz heiß ist. Natürlich Giersauger wird ein bisschen nervig, aber ist okay. Wir verhindern jetzt, dass er sich setup ja, mit Knock. Gehen auf Bullet Punch, oder? Nein. Knock, falls er. Nein. Der hat keinen Grund, sich zu setupen gegen einen Pandago. Aber was, wenn er es trotzdem gemacht hätte? Es geht ja. Und der Chip bringt uns ja überhaupt nichts. Wir killen ihn sowieso mit einer Psychic von. Ja, von ja, also doch, hast recht. Das wäre möglicherweise ein schlechter Play gewesen. Hast recht. Ja, dann hauen wir jetzt hier den Lightscreen raus. Ja. Und dann bin ich gespannt, was er jetzt hier reinwechseln wird oder ob er überhaupt was reinwechselt. Er geht in Whimsy. Das zeigt mir wahrscheinlich, dass er irgendwie sowas wie Zugabe haben könnte. Er wird höchstwahrscheinlich Zugabe haben, ja. Wir müssen eigentlich Glasblasen noch gar nicht abwerfen. Wir können ja, auf jeden Fall nicht. Shaman gehen, ne? Können wir ja nicht machen. Ich habe halt nur Angst, dass er nicht auf Zugabe geht, sondern jetzt hier auf Kehrtwende. Er geht auf Sunny Day, okay? Jo, das ist interessant. Jetzt könnten wir eigentlich. Okay, weißt du, was cool wäre? Wir könnten jetzt so Psychicken. Und ja? Das würde halt eventuell sogar Saat reinholen. Weil der greedy ist mit Saat. Und dann könnten wir mit Barbarical uns ein Setup holen. Eventuell, wenn da Choice Bex ist, ne? Naja, ich weiß, was du meinst. Okay, geht auf Defog, er holt die Screens weg, während wir auf Psychic gehen. So, und jetzt gehen wir weiter auf Psychic, ist die Frage. Oder predicten wir jetzt den Switch-Out? Er wird wahrscheinlich eine langsame U-Turn rausholen. Aber also, was soll er denn reinholen in der Psychic? Das werden wir jetzt gleich sehen. Wir werden jetzt erstmal wahrscheinlich die U-Turn sehen. Jo. Und dann schauen wir mal, wofür er sich entscheiden wird. Wahrscheinlich Venusaur, ne? Klar. Da gehe ich mal von aus. Das Gute ist natürlich, dass jetzt hier gerade die Sonne so langsam ein bisschen verbraucht wird, was gar nicht mal so schlecht wäre. Er geht aber in Charizard rein, okay? Ich schlage vor, wir machen unser Barbarical-Zeug. Also gehen wir jetzt einfach auf Psychokinese, oder wie? Jo. Okay, dann bekommen wir ein bisschen Chip. Schauen, was er macht. Er geht auf Fireblast und jetzt müssen wir hoffen, dass er das Backst ist, ne? Ich schätze es mal, oder? Weil Z-Move hat er ja auf Leafeon. Ja, also ich finde das. Wird es ergeben. Das heißt, wir gehen jetzt auf Shell Smash. Ja. Und um ehrlich zu sein, das ist auch unser Ja, okay, jetzt können wir hier Rock MC drücken, dann verliert er seine Sun. Warte, ja, genau, Zugabe genau. Verliert er auch. Das heißt, wir gehen jetzt hier auf Moment, stopp! Wäre es nicht besser, nochmal auf Shell Smash zu gehen, weil dann sind wir auch schneller als, Venusaur. Und dann gehen wir auf die Stone Edge. Die Sache ist, wenn wir dann aus dem Z-Move raus sind, dann sind wir ja sowieso, dann sind wir in Shell Smash gelockt, also hilft uns das nicht wirklich. Sind wir das?
Wir können auch nochmal Shell Smash drücken, aber der... Ja, ich finde jetzt einfach den Z-Move wegzuschmeißen besser. Ja, okay. Dann machen wir das so. Sunset aber weniger und... Ja. So, jetzt ist natürlich die Frage, was jetzt passiert. Aber sind wir jetzt in Stone, in Shell Smash gelockt, meinst ja, du? Sind ja, sind wir. Okay. Ich wusste nicht, dass das so funktioniert. So. Das ist doof. Das Gute ist jetzt, dass UMC ist weg, also ein Pokémon, das halt unser Necrozma aufhält, ist weg. Das heißt, richtig. Wir werden jetzt unseren Gameplan weitermachen, indem wir dann einfach den hier sacken, dann Kresser gehen, Lightscreen setten und dann, ja. Problem ist, wenn er jetzt Growth drückt. Ja, das wäre echt problematisch. Leben wir als zwei Starchbombes. Aber wir haben noch 10 Sekunden. Wir müssen Shell smashen, oder? Was ist, wenn der... ja. Okay, gut. Er ist drauf reingefallen. Auf unseren Plan. Ja. So, das heißt, wir gehen jetzt in Cressel, wir drücken Lightscreen definitiv. Ja. Dann schauen wir mal, was der machen wird, denn... Ja, wir können ihn in der Theorie als Setup-Fodder benutzen, wobei Growth, wie gesagt, ein bisschen nervig wäre. Aber die Sonne ist ja auch gleich weg, das heißt, das würde uns da einen kleinen Vorteil geben. Eventuell, wenn er drin bleibt, können wir auch Psyshock drücken. Das Problematische für uns ist aktuell noch Tyrantrum. Ja. Der ist halt ein kleines Problem. Aber theoretisch können wir ja auch noch Reflektor einsetzen. Ja, das können wir immer noch machen. Das heißt, wir gehen jetzt auf Reflektor, wobei... Oh, wobei, Lunadance vielleicht? Warte mal. Ja, ich wollte gerade sagen, wir können wahrscheinlich gar keinen Reflektor. Wir haben noch 30 Sekunden. Benny, schnell kalken. Jetzt oder nie. So, aber die Sache ist, wenn wir Lunadancen, dann können wir ihn halt safe hochhalten. Wenn wir jetzt reflekten und am Ende nicht ihn tool, wenn wir getoolt-carried werden, dann haben wir ein Problem. Wie schnell also, ist unser Kresse? 5 Sekunden, Benny LP. Ich glaube, wir sind schneller als Tyrantrum, wenn wir Choice. Nee, sind wir nicht. Wollen wir trotzdem Reflektor drücken? Ja, komm. Ja, super. Oh, okay. Super. Das ist super, das ist sehr, sehr super. Das heißt, wir hauen jetzt einen Lunatanz raus. Ja. Damit, was... Okay, er geht auf Toxic, ja, das ist super für uns. Wobei, ist nicht super. Ist das? Ich wollte sagen. Ist das Mist, oder? Ja, wir müssen echt drauf hoffen. Das ist doch dumm. Ja, scheiße. Er trifft, das ist RIP. Ja. Das ist sehr, sehr RIP. Ich finde das Matchup war irgendwie total dumm. Das ist echt nicht gut. So können wir das irgendwie noch gewinnen. Wie viele Turns haben wir, um das noch zu reißen? Nicht viele. Erstmal Stein für die Tür, vielleicht bringt das ja was. Ja, vielleicht. Mal gucken. Ich bin gespannt. So, jetzt wird ja erstmal ein Lavablumen kommen, der macht ein bisschen Schaden, dann kommt halt nochmal Toxinschaden. Sind wir jetzt schneller als Wino? Nee, ne? Wir müssen nochmal Rock Polishen. Aber Sun geht doch. Ist auch noch nicht vorbei, nee. Ja, müssen wir nochmal Rock Polishen, das ist richtig dumm. Ja. Nee, nochmal Lavablumen, nochmal Toxic, das ist halt nicht machbar. Jetzt so eine 50% Beere könnte uns tatsächlich das gesamte Match retten. Aber ich glaube, wir killen ihn noch nicht mal, oder? Doch, wir killen den, okay. Immerhin eine Sache. Aber ja, er kann jetzt einfach in irgendwas reingehen. Da hätten wir einfach zwei Toxin-Misses hätten wir gebraucht. Man muss auch sagen, wir haben Dradigon irgendwie. Da waren wir einfach so lucky. Da konnten wir nichts für. Ist nicht unser Team. Ich glaube tatsächlich, dass wir mit Chrissier einfach hätten drinbleiben sollen, erstmal ohne auf Lunatan zu gehen gegen Kurtel. Was hätte uns das gebracht? Wir hätten die Sonne ein bisschen ausdauern können, sodass wir nicht zweimal auf Steinpolitur hätten gehen müssen. Wir hätten... Nee, der hätte ja wieder auswechseln können. Der hätte ja noch Saat in der Bag. Also er hätte den zacken können. Wino hätte am Ende den Eon speedet, also... Ah, das ist kritisch. Das ist sehr, 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 sehr kritisch. Und wir haben ja Punkte verloren, Leute. Ich hasse mein Leben. Ja, ist egal. Ist egal, Leute. Wir dürfen jetzt hier nicht in der Vergangenheit schwelgen. In negativen Erinnerungen. Baden. Ne, keine Ahnung. Wir müssen jetzt da vorne schauen, Leute. Das wird irgendwann. Wir werden irgendwann die Top 500 erreichen, oder, Benny LP? Nee, was soll's. Matchup. Kann man nichts machen. Ich finde, wir konnten in dem Matchup wirklich wenig machen. Das war unsere Setup-Vorder. Haben irgendwie alle gegen die Sunscreamer verloren. Keine Ahnung. Dann noch ein bisschen Pech gehabt mit dem Crit auf Dradigon, ja. Sodass wir halt mehr an Fully Power verloren haben, als es vielleicht nötig war. Es war einfach nicht unser Kampf. Wir hätten da nicht wirklich viel besser spielen können. Stell dir vor, wir hätten Glareos bekommen oder hätten Staffrock. Das wäre einfach so gut gewesen. Da hätte wäre Necrozma nicht an Weakness Policy hätte nicht verloren. Der hätte noch Full Health gehabt. So viel wäre besser gewesen, aber. Ja. Naja. Aber so ist das. Und wir haben einfach so viele Punkte wieder verloren. Das ist richtig RIP. Egal. Gar nicht darauf schauen, wie viele wir verloren haben, sondern wir können hier wieder 10 Punkte dazu oder so, ey. Ich sehe es kommen. So, wir sehen jetzt hier, was sehen wir jetzt überhaupt? Ein Jan-Mega-Team, ein Gigalax-Team, ein irgendwie, alles kann sich setupen-Team.
Ja, das wird lustig. Meinst du, der ist Reflect Lightscreen Fortress? Der kann Lightscreen? Bestimmt. Der sieht aus, als könnte er das. Ich glaube, der kann weder Lightscreen noch Reflect. Warte. Das wird mich sehr, sehr stark wundern. Gardevoir vielleicht, aber nicht das Forstelka. So, ich würde sagen, dass wir eigentlich mehr mit Drudigon leaden könnten. Drudigon ist ein gutes Matchup. Ja, finde ich auch. Und das einzige Problem wäre Cressea, aber dafür haben wir eigentlich wieder Cressea. Das einzige Problem wäre Gardevoir, aber dafür haben wir Cressea. Boah, ich kann gerade nicht reden. Hilfe. So, wir taunten ihn jetzt erstmal. Jo, pass auf, Mental Herb, das wär's. Das wäre echt lustig. Das wäre echt lustig, sagt man. Das wäre jetzt richtig XD. So, oder Rapid Spin, der plant uns richtig, aber wir bekommen einfach gar keinen Schaden dadurch. Wir bekommen dann super viel. Deswegen weiter Rocks, let's go. Jo. Wir verlieren halt nichts. Genau, das ist ein Matchup, was wir gewinnen. Er geht auf Explosion. Ja gut, damit haben wir überhaupt kein Problem, weil er hat keinen Spinner mehr, er hat keinen Rocker mehr. Und die Tarnschnelle bleiben jetzt einfach. Super sweet. Ich überlege gerade, was da unser Play ist. Meinst du, der Chip-Damage mit Drudigon ist gut für wen? Ich glaube, für Linehoon ist das nice, oder? Ja, könnte hilfreich sein. Ich sehe halt irgendwie Pangoro nicht viel machen, selbst wenn die Lightscreens draußen sind. Ich finde da schon 50% Drudigon ein bisschen. Der Bullet Punch wird natürlich trotzdem mehr Schaden auf Geradax machen als Boy. Und auf Gardevoir auch, ne? Ja. Also allein dieser Bullet Punch hat schon seine Daseinsberechtigung in diesem Kampf. Eine sehr gute sogar, meiner Meinung nach. Der kann sogar clean am Ende. Schon? Ja, hast recht. Dann bleiben wir lieber drin. Den brauchen wir nicht. Ich glaube nicht, dass wir ihn brauchen. Wir können einfach sacken, er geht auf Bugbuzz. Alter, Drudigon wird heute nur weggecritted. Was ist hier los? Ich meine nicht, dass es gemattert hat, aber trotzdem. So, wir haben jetzt eigentlich die Möglichkeit, an was überhaupt zu gehen. Wir können Shaman gehen, der jetzt speedet. Besiegen wir ihn mit Bullet Punch? Und speeden ihn, aber ja, doch. Außer er ist Protect. Bullet Punch? Okay, wenn wir ihn mit Bullet Punch besiegen, ist es natürlich ein bisschen. Willst du es aber ins Nachhalten? Ich kalte. Life Orb, Present FP. Pangoro, warte mal, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt Adamant ist, aber ich gehe einfach mal davon aus, dass es Adamant. Ja, das ist Adamant. Wisst ihr, ich hau jetzt einfach das Team in den Kalk. Das sind mir zu viele dumme Spreads. Mach das. Das heißt, ja doch eigentlich. Also wenn er killt, dann sollten wir auf jeden Fall in Pangoro gehen. Wenn nicht, dann gehen wir in Shaman. Problematisch wäre einfach, wenn er auf Schutzschild geht, weil er dann natürlich bei +2 Innet wäre. Und dann haben wir ein großes Problem, weil was machen wir gegen Jan Mega? So. Pangoro also macht 26 bis 30 gegen Jan Mega. Hä, als ob Pangoro so. Hast du mit Life aufgekalkt? Ja, alles richtig? Ich habe das Kalk, den Kalk genommen, der da drin war im Team. Wie schlecht ist Pangoro bitte? Naja, Jan Mega ist Spiky auf der Füße stehen, 7 Seite. Ja, stimmt, die Spezialverteidigung war so bad. Ja. So, dann würde ich sagen, können wir das auf jeden Fall nicht machen. Ja, wir müssen in Shaman gehen. Aber wenn er, wie gesagt, Protect hat, haben wir ein kleines Problem. Hat er eh nicht. Save nicht. Hat er eh nicht. Er geht sowieso jetzt für Bugbuzz, weil er denkt, ich bin sowieso schneller, bitte. Siehste? Easy. Alles safe. Funktioniert. Ja, aber ich glaube, so oft spielt man gar nicht mehr Schutzschild auf Jan Mega. Man braucht meistens einfach andere Moveslots. Also damals war es ja irgendwie so stable, aber mittlerweile spielt man das, glaube ich, nicht mehr so oft, wenn es mich nicht ganz täuscht. Jan Mega ist, finde ich, mit Specs besser, ja. Generell finde ich, ja, also Specs, Tinted Lens ist meiner Meinung nach das bessere Set. Einfach als Breaker. So, Barbaracle kommt rein. Wir können da nicht so viel machen. Warte mal, spielen die Adamant Barbaracle für gewöhnlich? Weil dann könnten wir den mit Shaman auch spielen. Nee, können wir nicht. Nee, wir spielen Jolly, also ich gehe einfach mal davon aus, dass er auch vielleicht Jolly spielen wird. Und ich würde sagen. Okay, also mein Gedankengang. Okay. Ja. Wir könnten ihn jetzt Chip Damage geben. Dann auf sein Rockium sie auf +2 in Pangoro gehen. Okay. Das überlege ich auch gerade. Bullet Punch. Punchen. Ja. Ich sehe uns da tatsächlich auch. Reicht bestimmt eh. Nee, es reicht niemals. Vor allem, hat er Mental Herb? Naja, tatsächlich dann sehen sie Move. Ja, dann gehen wir trotzdem jetzt zum Pangoro. Warte mal. Ist Luftpolsterfolie besser als Pangoro gegen sein Team? Ah, ich glaube nicht. Ich weiß es nicht. Wir haben noch 15 Sekunden. Schwierig. Dann lass einfach. Lass Pangoro gehen, weil. Weil sie Stone Edge. Ja, ich bin auch auf Pangoro gegangen. Alter, wir haben echt wenig Zeit heute. So, sie ist Stone Edge kommt, das überleben wir halt. Das überleben wir halt, aber. Hä, wieso ist Pangoro so bad? Wieso ist der so schlecht? Dann Reflect Glass Blasen. Ja, wir haben ja nicht wirklich viele Optionen dagegen, ne? Ja. Boah. Stopp! Crit hinterher, bitte.
Alter, was ist denn jetzt gerade los? Ja, wir sacken den jetzt. Ja. Weil, bringt ja nichts. Ja, dann können wir mit Shelby die Revenge killen in der Theorie. Ja. Ja. Ja, und dann, boah, das wird echt schwierig. Das wird sehr, sehr, sehr schwierig. Wir können schwierig. Auch so ein Tyrantrum oder Glynoon mit unserem eigenen Barrelka setupen. Ich finde sogar Energieball ein bisschen besser, weil jetzt dann nicht. Mist. Ja, ich wollte gerade sagen, wir müssen auf. Ach, bitte! Uff! Was ist denn heute los mit den Hacks? Das kann ja jetzt echt nicht mehr sein, oder? Vasetöpfern. Vasetöpfern. Ja, was willst du denn da machen? Wir sind nach dem Rockpole. Oh mein Gott, der ist nicht mal schneller. Dann fotogeisieren wir den halt einfach. Ja, das ist so dumm. Und ja, heute ist es ja echt. Was ist hier? Also. Ich habe keine Worte dafür. So ein Dreck. Okay, das Gute ist, er kann sich mit Gardevoir nicht in Focus Blast locken. Also bei Barrigal kann es noch machen. Er kann es noch machen. Mal gucken, werden wir jetzt gleich sehen. So, da kommt Gardevoir rein. Und ja, was machen wir jetzt hier? Wave oder so. Ja, I guess. Memento. Ach, bitte. Oh, nee. Ach, Mann. Das ist doch Trash, Alter. Wir verlieren jetzt gegen das dumme Glynoon dort. Oh, Mann. Moment. Stopp. Er geht jetzt auf Belly Drum. Der zieht Bomb. Wir können nichts mehr machen. Ja, das ist. Ja, egal. Wir gehen trotzdem auf Photon Geyser, hoffen auf den Crit. Warte, wir hoffen auf den Burn. Nee, wir hoffen auf den Crit einfach. Crit ist besser. Crit, let's go. Ja, ich glaube, selbst der Crit wird nichts machen. Na doch, der Crit hätte nicht. Doch, der Crit hätte ihn gekillt. Ja, aber damit RIP, oder? Außer Vasetöpfern überlebt das aus irgendeinem Grund, weil Reflect, haha, ja. Also wenn er Death Drop dafür also ihm geholfen hat, das zu überleben, dann wäre es halt einfach traurig. Ja, dann. See Stone Edge. Hoffen, ja, dass wir. Wobei. Ja, Liquidation killt ja auch, also. Das ist echt, also das war echt unlucky. Ich weiß nicht, was wir da hätten machen können. Das Team ist scheiße! Haben wir irgendwie ein altes Team, was noch funktioniert? In der Showdown-Bäckerei, let's go! Das ganz alte wir Team. Wir können das Team nehmen, das ich mal gegen dich benutzt habe, Present. Ja, können wir benutzen. Oh Mann, Alter, was ist denn heute los? Aber ich weiß nicht, was wir hier besser spielen können. Also normalerweise sage ich immer, okay, das war bad gespielt und so weiter und so fort. Ich glaube, es gibt natürlich immer Sachen, die man verbessern kann, ne? Aber das war einfach unlucky. Matchup und unlucky. Ich sehe da nicht, wo wir groß gemissplayed haben. Leider. Also was eventuell, dass wir halt Kresse öfter mit Reflect und Lightscreen halt schon. Aber die Sache ist mit Kresse, der ist der Einzige, der uns das Team irgendwie supporten kann. Und das ist, du kannst halt nicht immer dich auf den verlassen, weil der halt dann einfach stirbt nach einmal. Und dann hast du nur noch vier, ja, Pokémon, die nichts mehr machen. Vor allem Pegoro ist immer scheiße in dem Matchup. Ja, Pegoro ist einfach super bad. Also wirklich bad. Ich dachte, der wäre gut, aber der ist bad. Der ist halt nice gegen Stall und also nicht gegen Offense. Also der gewinnt halt gegen defensive Teams. Wir hatten halt ein doofes Matchup mit Pegoro, aber trotzdem. Ja. Ich weiß nicht, ich finde. Ah, keine Ahnung, das ist schwer. Nein, egal. So, wir könnten. Also Ninetales sieht sehr, sehr stark aus. Ja. Der ist das richtig stimmt. Sweet. Natürlich ist dann Dragalge, aber das ist okay in der Theorie. So, ich würde sagen, wir könnten erstmal mit New Queen leaden. Das hat ein gutes Matchup. Yeah. Ich meine, wenn wir Don von Yield, gehen wir einfach in Mantax rein. Ich sehe gerade halt. Ich überlege gerade, was unser Wincon sein könnte. Also ich glaube mal Ninetales, ne? Ja, ich würde auf Ninetales gehen. Also, vor allem, weil der auch fast alles outspeedet, ne? Ja, deswegen. Dragalge wegbekommen und damit Ninetales gewinnen. Das ist der Play. Wir können Dragalge sogar trappen mit Choice Band Metagross. Also das ist eigentlich ganz cool. Ja, aber wie gesagt, also ich würde einfach mit Nidoqueen leaden. Jo. Vor allem, wenn er Donphan leadet, dann haben wir da auch. Oh, das ist auch gut. Und das ist halt einfach super. Und wir können jetzt einfach ohne Probleme eine Earth Power abfeuern, weil ich finde jetzt hier. Also ich sehe keinen Sinn, für Tarnschein zu gehen, weil wir einfach den Chip bekommen. Ja, ich finde, der ist halt super gut für Ninetales im Endgame. Wobei, stopp, andererseits bleibt er drin. Doch, er bleibt vielleicht drin, deswegen. Ich wollte gerade sagen, falls er doch in Milotic geht oder so, aber nee, er bleibt einfach drin. Da kommt jetzt ein Draco-Micho und er misst ja, das ist natürlich. Endlich mal unlucky. Ein bisschen Luck für uns. Ja, gehen wir weiter auf Earth Power. Natürlich wäre Rocks vielleicht ein Play gewesen, aber hey, wir haben Dragalge irgendeinen Chip, wir haben Milotic jetzt ein bisschen angechippt, das ist okay. Und wir können jetzt einfach in Mantax gehen und dann Toxicen. Oder. Würde ich jetzt sagen. Wir können den Viridium-Play machen und versuchen, Druck aufzubauen. Aber ich möchte einfach keinen Siedewasser-Burn aktuell riskieren. Also, was ich überlege gerade, wir könnten Erdkräfte drücken, ja, und ihn in Recover forcen.
danach in Virizion, um dann zu subben. Und dann können wir, forcen wir den Ability raus, ohne einen Burn zu riskieren, ohne einen Toxic zu riskieren. Ich verstehe den Play, Benny IP. Wollen wir dann aber nicht sogar... Ja, nee, doch, doch, doch. Wir gehen auf Earth Power. Als ob. Hast du das gesehen? Guck mal, das mein Team und direkt schon... Dab! Ich hab grad gedabbt. Dab! Ich bin aufgestanden. Ich hab nicht gedabbt, aber trotzdem, Dab. Wie gesagt, mein erster Dab, dem... Den machst du dann mit wem? Mit Särgen, okay. Genau. Das habe ich ihm versprochen. Das ist auch richtig so. Man nimmt nicht einfach einen Dab von einem Bro. Richtig, richtig. So, oh Mann, echt. Wir machen jetzt einfach wieder, wie gesagt, wir machen wieder den Play. Ja. Er wird jetzt hier. Scheiße. Jetzt. Ah, schade. Ja, das ist natürlich doof. Na, jetzt können wir auch. Ja, ich würde trotzdem jetzt in Landax gehen. Also, jetzt lohnt sich das nicht, mit Nidoqueen drin zu bleiben. Ja. Und dann können wir Toxicen. Na, Toxicen wir einfach. Um ehrlich zu sein, hätten wir auch das schon vorher machen können, weil Landax macht eh nicht so viel. Ja, aber ich fand die Idee sehr cool, weil Viridium macht aktuell so viel gegen das Team, denn. Dragalge ist hart angechippt. Yeah. Gewesen, jetzt ist es sowieso tot. Und sonst hat er keine Antwort dagegen. Wenn wir jetzt hinterm Sub sind, also es war eine schöne Idee, deswegen war ich auch total dafür. Und er gegen Gardevoir, der zeigt uns ja ein bisschen, dass er vielleicht Gewaltschalt mit Trick sein könnte oder Trickbetrug. Weil wir auf Metagross gehen, weil das covert halt irgendwie alles. Er geht, also, weil es halt so hart reinwechselt, kommt mir das irgendwie so vor, als wäre der. Okay. Als wäre er irgendwie Dingens, wie heißt das? T-Volt, aber gut, er geht dann. Oh ja, gut, das könnte auch sein. Wow. Ja, gegen Donphan, das war ein guter Play. Ja, wir haben halt nichts zu verlieren, ne? Jo. Nee, auf Knockoff, ja, das ist okay. Holy macht natürlich einen nice Schaden. Also 40% ist nicht wenig, das scheint irgendwie eine offensive Variante zu sein, aber wir können einfach roosten. Jo. Außer geht jetzt auf EQ, macht den richtig krassen Play. Aber dann ja Tarnscheine. Ja, wir können einfach defoggen. Hast du es gemacht? Natürlich. Ja. Natürlich, Benny LP. So. Lass mal jetzt einen Big Boy Play machen. Okay, jetzt kommt's. Nee, das wäre dumm. Ich habe gerade gesagt, okay, der geht safe auf T-Punch. Also Herz wahrscheinlich auch. Ja, und dann in Nidoqueen gehen, aber das ist nicht der Play. Also er ist auf jeden Fall nicht Schucker Starfox, weil der hat ja Starfox auf Donphan gezeigt. Also ich denke mal, dass er entweder Scarf oder Band ist. Also Metagross ist echt ein Problem. Ja, das stimmt. Ich denke aber wirklich, dass er hier für T-Punch gehen muss, weil ansonsten Mantine ihn halt. Ich meine, wir könnten in der Theorie auch mit einem Tyrantrum gehen, weil der nicht so wichtig wäre und der kann auch in sein Headbutt tanken. Du hast recht. Ich finde das gut, vor allem, weil wenn er jetzt für einen Step geht, dann können wir halt wieder rausgehen. Medium Match, okay. Das ist ein interessanter Play. Jetzt können wir halt Metagross gehen und die trappen, so. Ja, oder wir gehen auf Ninetales und bekommen einen Kill. Present IP, ich mag die Art und Weise, wie du denkst. Aber stopp, aber. Ich bin mir noch ein bisschen unsicher, weil. Was ich glaub, Trapping könnte uns auf Dingens. Nee, ich meine, Trapping könnte uns mehr helfen. Weil das Metagross ein Threat ist, so. Richtig, ja. Richtig. Deswegen bin ich dann doch eher für Metagross-Play tatsächlich. Und jetzt die mächtige Verfolgungsattacke. Richtig. Boah, 81. Das ist so nicer Schaden. Der ist sehr, sehr lecker. Also da ist Donphan drin, das ist halt kein Problem. Wir haben immer noch Mantax, dass wir reinwechseln können. Yeah. Und der kann entweder die Rocks legen, wir werden einfach wieder defoggen, weil wir einfach nicht diese Tarnschein haben wollen. Jo. Und wenn er wieder in Metagross geht, dann ist das okay. Denn ich überlege sogar, ob man vielleicht sogar noch einen Mon abwirft, dann Metagross trappt. Und wenn Metagross weg ist, gewinnen wir halt wirklich so ziemlich. Weil ich finde, Metagross ist so das einzige Pokémon, was dem Team gerade noch große Probleme bereitet. Naja, also... Ja. Ich weiß ja, also, dass... Mantax checkt halt alles, so. Ja, aber Toxic, ne? Kann immer noch auf Milotic sein. Ja, aber wir haben ja noch drei andere Pokémon, das ist ja das. Also ich meine, Mantax checkt halt alles und offensiv gesehen haben wir einfach so viel. Aber egal, geht sowieso Gardevoir, deswegen ist uns das sowieso egal. Und wir können jetzt ihn in der Theorie trappen, aber er wird wahrscheinlich drin bleiben. Er gibt auf, okay. Also selbst wenn, trappen war, finde ich, der beste Play, weil Donphan hätte reinkommen können und ich finde, Gardevoir wegzumachen ist halt nice für Ninetales so, weil er Scarf war. Ja, hast durchaus recht. Oh mein Gott, der war schon in den Top 500 und wir haben ihn einfach seine Hoffnung genommen. Das ist aber trotzdem traurig, dass wir die ersten beiden Matches so dumm verloren haben. Halt so unnötig Punkte verloren. Das ist nervig. Aber ja. Ist okay. Sowas gehört ja dazu beim Laddern. Das ist Geschenk drüber. Die Unterhaltung ist ja nicht dabei, dass wir irgendwie es schaffen, in die Top 500 zu kommen. Sondern der Weg ist das Ziel, Leute. Das Ziel. War so tiefgründig. Definitiv. Das hat mir gefallen. Alter, direkt mal hier einen Glückskeks ausgepackt und den Standardspruch schräg drin rausgehauen. Aber das ist okay. Ich weiß nicht, ich glaube, wir hatten wirklich ein schlechtes Matchup mit den ersten beiden Matches. Ja, das kann echt gut sein. Aber nebenbei, ich würde sagen, wir schneiden jetzt einfach mal. Denn, ja, wir warten auf einen Gegner. Bis gleich. So, da sind wir wieder zurück. Leute, von heute.
Wir sehen einen Akani, das heißt, wir haben instant verloren. Ja. Ich sehe. Was sehen wir denn? Ich sehe was, was du nicht siehst, und das ist. Ich wollte eigentlich irgendwie sagen, Alter, das Mod ist richtig stark gegen sein Team, aber ich sehe gerade nicht nichts auf den ersten Blick. Doch, Tyrantrum ist nice. Aber Tyrantrum ist meistens nice. Hier traps da traps er einfach sein Metagross und dann ist Ende. Dann macht er Metagross, zack, zack. Unser Metagross ist nice, wenn sein Metagross weg ist. So. Das stimmt. Ja, schon. Ich sehe uns nicht mit Nidoqueen leaden, weil hier ein Aranestro-Lead kommen könnte. Du hast so recht. Und deswegen überlege ich gerade, ob wir mit Viridium leaden und subben. Aber er kann unseren Sub brechen, glaube ich, mit Leadschleife. Deswegen ist das wahrscheinlich nicht der Play. Aber die haben doch meistens eh kein Leadschleife, oder? Weiß ich nicht. Ich meine, könnte sein. Die haben Water Move und Sticky Web, wenn überhaupt. Ich finde, Viridium ist schon ein guter Lead. Vor allem, weil Viridium ist richtig gut eigentlich. So hinterm Sub vor allem. Ja, okay, dann gehen wir einfach mal dafür, wenn du da so sicher bist. Aber mit Golisopod, das ist interessant. Ja, das ist schwierig, weil über Rumpla und so, ne? Ja, ich finde, Mantax sollten wir erstmal Mantax. Das wird halt trotzdem einen Schaden machen, weil Golisopod ist ein Biest. Und ist sogar ein Life-Upset. Oh, ja, ich wäre für Roost, weil eigentlich das Warte mal, wir können jetzt ein bisschen Momentum aufbauen, weil guck mal, der wird jetzt irgendein random Mon reinwerfen. Also, ja. Lass uns mal auf seinen Random One einfach aggressiv werden. Und zwar Viridium. Pass auf. Oh, er ist drin geblieben. Okay. Ich wollte sagen, was war dein Gedanke? Aber er geht tatsächlich in Aranestro. Mein Gedanke war, dass er entweder Aranestro oder Umbreon geht. Ich habe halt überlegt, ob wir nicht einfach Toxiken wollen. Aber da habe ich dann gedacht, Umbreon würde mir halt nicht gefallen wegen der Synchro. Ja. Aber ja, wir können jetzt hier subben. Ja, wie wir es gerade eben vorhatten. Okay. Oh! Genau deswegen, weil wir hatten doch letztens auch das Toxic Trapper Set und davor hatte ich ja, kann ich nachvollziehen. Deswegen war ich gerade dafür, dass man eben nicht auf Dingens geht. Einfach Laubklinge. Laubklinge, lecker Laubklinge. Und damit machen wir tatsächlich ein bisschen weniger Schaden. Okay, Lunch, aber ist okay. Das ist echt okay. Weil das war echt ein Lunch, nicht wahr? XC! Sache ist, wir killen ihn ja jetzt und wir sitzen wieder bei vollem KP und. Hätten wir uns nochmal Steed, hätte uns das nichts gebracht, weil er einfach mit Lunch unseren Angriff immer senken hätte können. Und der Schaden wäre nervig gewesen. Also es war sehr, sehr super. Also wirklich Best Case haben wir gerade gehabt. Und, killen wir die nicht mit Close Combat? Nee, killen die nicht mit Close Combat. Niemals. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, das heißt, wir müssen ein bisschen auswechseln und wir haben jetzt hier nicht so viele Optionen dagegen. Lass mal wen zacken und dann den trappen. Wäre eine Option. Okay, es ist tatsächlich Staffrox, ne? Wir könnten drin bleiben. Ist ja Rocks, beziehungsweise wird er wirklich auf die Rocks gehen. Es ist Metagross. Und der wird sich jetzt denken, Alter, Viridium ist auf plus 2, das ist ein Threat. Wenn er nicht in Arcani geht und da schon nicht den passiven Play macht, dann bin ich mir sehr sicher, dass er uns jetzt killen will. Und nicht die Tarnsteine einsetzt. Ja, schon. Warte. Das wäre einfach nicht sein Play. Aber Staffrox Set im UU spielt jedenfalls keinen Zenhandbart. Ich weiß nicht, wie das im Wir wissen ja noch nicht, ob das Staffrox ist. Wir haben nichts gesehen. Wollen wir subben? Einfach nur, um zu scouten? I guess, kann man machen. Na, guck mal, wir kriegen so viel Momentum, wenn er jetzt keinen Zenhead hat. Okay, das finde ich gut, weil jetzt können wir Metagross gehen und den einfach trammen. Ja, machen wir auch so. Wenn er gechoiced ist, dann ist das super für uns. Und wenn er nicht gechoiced ist und jetzt den Überplay macht und in VQ geht, ja, dann nice gemacht. Okay, geht auf Micho Mesh. Kein Angriffsboost, das heißt, wir sollten EQ überleben. Wir pursuiten also. Oder? Ja. Oh ja. Drin bleibt. Aber er geht tatsächlich raus und der ist ein bisschen bulkier als der vorhin. Jo, der ist halt ein Staffrox-Set. Irgendwie random EVs in Bulk. Naja. So, Umbreon kommt rein. Umbreon, da haben wir eigentlich immer nach Ich sag Mantax und Defog, damit wir dann halt den Sticky Web wegkriegen. Das wollte ich mich auch vorhin noch sagen. Bevor wir nämlich in Viridium gehen, müssen wir auch ein bisschen von einem Toxic aufpassen auf Umbreon. Burn. Sieh dir was auf das Metagross. Meinst du? Ja. Statt Defog? Ja, klar. Sieh dir was auf das Metagross. Okay. Ah, weil Wish, ne? Ja, ich verstehe schon. Aber er sieht halt das Toxin gerade als höhere Priorität. Jetzt können wir defoggen. Ja. Burn, auf das Metagross. Jetzt burnen wir ihn, hoffentlich. Das wäre halt super sweet. Was, wenn wir ihn nicht burnen? Weil, hör auf zu skippen. Haben wir einen Burn bekommen oder wie? Ja, wir haben einen Burn bekommen, okay. Du alter Skipper, du. Hab das noch gar nicht gesehen, das schon gesagt. Alter, richtig nice der Burn. Ich hab's gar nicht gesehen, aber ist okay. Oh, Mann, echt. Okay, das war interessant. Da kam der Crit. Ah, ja, boah.
Er geht aus dem Q, aber wir killen ihn halt einfach mit der nächsten Pursuit und damit ist es dann ein GG, Leute. Weil Meta, wenn Meta was weg ist, haben wir einfach gewonnen. Das ist einfach klar. Der hat keinen Tarnstein auf Meta, also in dem Team gehabt. Richtig der Verrückte. Ja, ist richtig verrückt. So, da kommt Golisbot rein. Ja, wir können Metagross in der Theorie noch nutzen, aber es ist nicht wichtig. Doch, Metagross ist rein. Metagross. Ja, ich weiß nicht, weil er noch Arcaniat, aber ja, wir können auf jeden Fall rauswechseln. Aber was wechseln wir rein? Wir wechseln jetzt unser, pass auf. Ja, okay. Okay, Present. Ah, genau das, ja. Present, du wirst jetzt nicht glauben, was ich tue, aber ich mache es. Okay. Hast du das gesehen? Ich wollte gerade sagen, das war eigentlich total unnötig, weil wir brauchen Mantax nicht, wir hätten Mantax setten können. Mantax brauchen wir noch für Toxic auf seinem Umbreon. Ja, okay. Wollen wir einfach Fireblasten? Ich finde Tarnsteine nice. Können wir unter 25%, 50% hauen, wenn wir Fireblast drücken? Dann würde ich auf eher jeden auf Fireblast Fall. Na, okay, dann machen wir Fireblast, komm. Na, geht auf Aqua Jet. Ja, gut. Dann vergessen wir sowieso alles, was wir jemals gelernt haben über Pokémon. Das ist einfach gekillt, ich glaub's nicht. Ja, das war vielleicht ein kleiner Misplay von uns. Ach Quatsch. So, dann. Ah, jetzt ist die Sache. Können wir das haben? Ah, geht einfach. Okay, instant. Leute. Oh, wir haben uns 6 Punkte. Ah, das ist einfach so traurig. Wir haben einfach gegen jemanden gespielt, der 1100 Punkte hatte. Das Matchmaking war nicht auf Showdown, ist traurig. Leute, wir werden wahrscheinlich wieder ein bisschen offscreen laddern. Wir werden wahrscheinlich in der nächsten Folge einfach nochmal dieses Team verwenden, weil damit lief es ja ganz gut. Ich würde mich auch wieder freuen, wenn ihr bei Benny vorbeischaut. Link in der Videobeschreibung, die guten alten Yonago mal abchecken, falls ihr es noch nicht getan habt. Positive Bewertungen sind natürlich gern gesehen. Kommentare sind sehr gern gesehen. Feedback im Allgemeinen. Bis zum nächsten Mal und ciao. Tschüss.